motif, tout nous nous rassembler, nous tous nous avons trouvé qui moyen nous pour commencer. Il y en a qui péanisaient, mais il y en a beaucoup qui pleuraient. Mais moi, moi, je m'imagine si ça va pour détruire nos beautés. Vous avez dit, nous tous nous nous rassembler, nous nous tous nous joignons ensemble pour nous faire ensemble, nous l'indépendants. Kommen im Jahr 2020. Ja, ihr werdet sicherlich sehen, wir sind nach einer enttäuschenden Feier in La Paz. Da war nämlich nichts los. Und die eine Kneipe, die auf hatte, da gab es nur Cocktails ohne Alkohol. Also gefühlt ohne Alkohol. Und ein Feuerwerk haben wir auch nicht gesehen. Aber wir sind dann mit Amy und James auf die Limelight gefahren und haben dort wirklich noch eine sehr schöne Nacht bis in den frühen Morgen verbracht. Und heute ist schon der 2. Januar und es sieht gar nicht so schön aus hier. Also wir haben 30 Knoten Wind, ganz schön Welle, die hier reinkommt und leider steht das Schiff auch nicht im Wind, sondern die Strömung ist so stark, dass also der Wind voll von der Seite hier in die Limelight bläst. Es ist richtig ungemütlich. Richtig ungemütlich. Ja, wir sind hier im Apartment von James und Amy, und mit denen wir Silvester verbracht haben, und nutzen hier das Internet, um wieder neue Videos für euch hochzuladen. Tanken in La Paz. Mal gucken, ob wir eine Tankstelle finden. Da kämpft ein Pelikan mit einem Fisch. Kriegt ihn nicht runter. Okay, guckt noch raus. Das ist ja der Hammer. Hat er sich ein bisschen übernommen. Gleich haut der Fisch wieder ab. Der steckt unten mit der Flosse bestimmt im Sack fest. Es pfeift immer noch 30 Knoten Wind. Der zappelt noch, der Fisch. Jetzt! Nee, der kriegt die nicht runter. Das sieht aus wie ein Pelikan mit einem Einhorn. Jetzt hat er ihn. Die Möwe hat ihm geholfen. Die hat ihn ein Stück rausgezogen, ja, und dann konnte er runterschlingen. Ja.
trockenen Wasserfall. Zuschauer, ich weiß auch nicht, warum sie immer die Zunge rausstreckt. Manchmal ist es besser, wenn die Beine länger werden. Was war sonst? Oh. Oh, da war ein Loch, habe ich gar nicht gesehen. Das ist hier der Wahnsinn, wo sich hier die Bäume lang stehen. Direkt in der Spalte. Oh, und hier kann man so eine Tour mieten. Zelt, da wird hier heute übernachtet. Gibt schön Dinner, Frühstück und dann geht's wieder los. Patreons, für euch sitzen wir heute hier und trinken das Bier, was ihr uns spendiert habt. Vielen Dank. Dankeschön. Salut. Salut. Wenn ihr auch unser Patron werden wollt, hier oben findet ihr den Link dazu. Einfach klicken, lest es euch mal durch, keine Gefahr und wir danken es euch. Also wir gehen heute das erste Mal in diesem Jahr schnorcheln. Ich muss nämlich meine neuen Flossen ausprobieren, die ich geschenkt bekommen habe vom Weihnachtsmann. Der Glenn hat leider nichts zum Ausprobieren zum Schnorcheln. Ah, er probiert heute Annettes alten Neopren. Genau. Und die Annette, die führt uns ihren neuen Neoprenanzug vor. Hier wird das nächste Brot vorbereitet. Die Annette mahlt Haferflocken und Reis zu so feinem Hafer- und Reismehl. Ja, Annette, das ist so wie früher, oder? Eine Arbeit für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat. Aber wir haben ja Zeit. Unser zweiter Biss. Bei einem Knotenpfad angebissen, ein kleiner Trigger, den werden wir wieder freilassen. Wenn wir den Haken rauskriegen. Ja. Oh, der vierte heute. Endlich mal angeln. Monatelang schippern wir durch Mexiko und fangen keinen Fisch. Und jetzt geht das hier heute richtig ab. Angekommen in der Ensenada Bonanza.
dann ruhig, aber es ist immer noch sehr windig. Vier Fische, davon drei haben wir an Bord geholt. Heute gibt es mal wieder geräucherten Fisch, hoffentlich, wenn wir unser Feuer so lange anbehalten. Dann wird der Räucherofen vorbereitet. Aber er sieht so aus, als ob er schon am Ende ist. Da hinten liegt die Leimleit. Leider sind wir wieder ein bisschen spät dran. Die Sonne ist nämlich schon untergegangen. Ja, untergegangen noch nicht, aber hinterm Berg verschwunden ist sie. Dann sind wir ganz alleine. Das ist herrlich. Und? Fantastisch. Super lecker. Nur die Gräten. Schlecht filetiert. Ja, leider gibt es einen kleinen Verletzten, der Glenn wieder mal. Und jetzt freut sich die, ach, das ist ja schon gleich draußen. Der kleine Stachel ist ja gleich schon draußen. Das wird jetzt hier mal ein bisschen aufregend. Brich ab, brich ab. Blut, wir wollen doch Blut sehen. Er hat geblutet. Hat geblutet? Oh, und das natürlich hier bei richtigem Schaukeln. Das ist schon gut, dass wir die Annette dabei haben. Der Glenn hat schon den Mund auf. Ja, ich kann auch weinen. Weinen auch. Man schön die Kisten weggeblasen werden. Vorläufig Glenns letzter Turn auf der Leimleit. Jetzt geht's nach La Paz runter und übermorgen sitzt da schon Flugzeug. Ja. Mit einem ziemlich starken Wind, aber von hinten. Deswegen fahren wir heute mal nicht schwimmen. Nach 459 Tagen an Bord der Leimleit zusammen mit Mama und Papa verlässt uns jetzt der Glenn. Es war eine super Zeit mit dir. Wir hatten so viel Spaß. Wir haben niemals gestritten. Es war also wirklich ein tolles Erlebnis, mit seinem Sohn so eine lange Zeit über die Weltmeere zu reisen. Jetzt wünschen wir dir für die Zukunft alles Gute und hoffentlich hast du viele neue Ideen und Eindrücke mitgenommen. Komm gut nach Hause. Okay, listen up. Mysterious. Dans les potes, il a droit qu'on doit ma paix ou donne moi la voix. Moi, les faits ou connaît mon sentiment, tu comme ça. Moi, tu les carrés ou essaies ou faut de mon libre. Aucune autre femme, pas tu vous en maigre ça. À ta pour côté zou, donne-nous l'affection. Moi, bien sûr, avec ou à disparu, y'a un petit enfant. Donne-nous mon amour et partage tout mon étang. Alors, Marie, écoute ça, gars. Marie-Claude. Marie-Claude, gars. Quand tu étais mon connaît. No, no, no.
traité ma paix ou donne-moi la voix. Moi les faits ou connaît mon sentiment comme ça. Moi t'y les carrés sous et c'est ou fort de mon libre. Aucune autre femme partie vous emmène comme ça. A ta pour poter zoom, donne-nous l'affection. On vient sort avec vous, on disparu un petit enfant. Donne-nous mon amour, et partage tout mon étang. Alors Marie, écoute ça, Yann. Marie, oh.